Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anke von Smart Pattern und zeige euch in diesem Video, wie ich Bügelfalten in eine Hose einarbeite. Bügelfalten sind ein tolles Designelement, vor allem für klassische Hosenformen, die das Bein optisch strecken. In der Videobeschreibung hier unten findet ihr auch den Link zur passenden Bildtextanleitung. Also dann, los geht's! Ich benötige doppelt aus Oberstoff die Vorderhose. Wenn ihr eure Hose mit Kniefutter näht und dieses bereits untergeschlagen habt, ist die Bruchlinie für die vordere Bügelfalte bereits übertragen. Dann benötigt ihr keine weiteren Zutaten und Hilfsmittel und könnt direkt im vierten Abschnitt weiterschauen. Ansonsten benötige ich noch Nadel- und Heftfaden, Kreide- oder Markierstift, Stecknadeln, ein langes Lineal und das Schnittmuster der Vorderhose, um die Position der Bügelfalte zu übertragen. Die Bügelfalte wird auf der rechten Oberstoffseite angezeichnet. Daher lege ich zunächst die beiden Vorderteile links aufeinander und anschließend das Papierschnittmuster oben auf. Der eingezeichnete Fadenlauf entspricht der Bügelfalte. Durch diese Linie stecke ich das Schnittmusterteil durch beide Stofflagen hindurch fest. Das wiederhole ich an 3 bis 4 Stellen auf der gesamten Länge der Vorderhose. Anschließend drehe ich die beiden Stofflagen inklusive Schnittmusterteil um, sodass die vorher auf dem Tisch liegende Seite nach oben zeigt. Das lange Lineal lege ich genau an den Stecknadeln an. So übertrage ich den Verlauf der Bügelfalte auf die Vorderhose. Um die Markierung der Stecknadeln auf das andere Schnittteil zu übertragen, klappe ich die Schnittteile nach hinten weg. Mit Schneiderkreide markiere ich die Stellen, an denen die Nadeln stecken. Dann kann das Schnittmusterteil wieder entfernt werden. Auch auf dem zweiten Hosenteil verbinde ich die Markierungen mit einem langen Lineal. Da die Kreidemarkierung während der weiteren Verarbeitung nach und nach verschwinden würde, markiere ich die Bügelfalte mit einem Heftfaden. Ich habe hier meine Schneidematte unter den Oberstoff gelegt, sodass ich beim Heften nicht in die Bügelunterlage hineinsteche. Ich verwende einen großen Heftstich und achte darauf, dass die Markierung ganz gerade verläuft. Am Saum vernähe ich den Heftfaden, damit er sich nicht lösen kann. Diesen Faden belasse ich bis zur Fertigstellung der Hose im Vorderteil. Die Kreidemarkierung kann ich mit einer Kleiderbürste entfernen. Ich verwende jetzt für das Beispiel ein Hosenteil, bei dem ich ein Kniefutter unterschlagen habe. Daher sind auch schon die äußeren Schnittkanten versäubert. Wenn ihr eine Hose ohne Kniefutter näht, werden die Kanten erst später versäubert. Ich fasse die Vorderhose im Bereich des Heftfadens an und lege sie doppelt links auf links vor mich hin. Dann richte ich sie so aus, dass die Markierung der Bügelfalte genau im Bruch liegt. Ich achte darauf, dass die Bruchkante nicht ausgedehnt wird und lege sie daher eher leicht gehohlt vor mich hin. Dann bügele ich erst einmal grob den Verlauf der Bruchkante vor. Wenn ihr einen empfindlichen Stoff habt, bügelt mit einer Teflonsohle oder legt ein glattes Geschirrtuch beim Bügeln zwischen Bügeleisen und Oberstoff. Anschließend presse ich Stück für Stück die Kante fest. Dabei arbeite ich mit recht viel Druck und lasse mir viel Zeit. Wenn ihr eine unbehandelte Holzbürste oder ein Bügelholz habt, könnt ihr dieses auf die gebügelte Bruchkante legen. Das Holz nimmt die Feuchtigkeit auf, wodurch der Stoff schneller auskühlt und die Bruchkante dann schneller flach liegen bleibt. Den Bereich mit dem Saumeinschlag belasse ich zunächst ungebügelt. Zum Schluss drehe ich das Schnittteil um und bügele es auch von der anderen Seite aus schön glatt. Anschließend lege ich das Teil zum Auskühlen zur Seite und wiederhole die Schritte für das zweite vordere Hosenteil. Und fertig ist die vordere Bügelfalte. Wenn ihr auch in der Hinterhose Bügelfalten einarbeiten möchtet, erfolgt dieser Arbeitsschritt erst, nachdem die Beinnähte geschlossen sind und der Saum fertiggestellt ist. Springt dann also zu dieser Anleitung an diese Stelle zurück. Allerdings würde ich bei Formen, die am Gesäß recht weit geschnitten sind, davon abraten, da die Bügelfalten dort unschön wegstehen könnten. Ich lege das Hosenbein so vor mich hin, dass die innere Beinnaht zu mir zeigt und die Bügelfalte an der Vorderhose leicht geholt daliegt. Die vordere Bügelfalte bügele ich noch einmal nach. Ich lege einen Gegenstand, hier meine Kleiderbürste, im Oberschenkelbereich auf die vordere Kante, damit sie nicht verschiebt. Gegenüber an der Hinterhose streiche ich die Bruchkante vor, so wie sie sich ergibt, und bügele sie ein. Dabei versuche ich die Weite, die sich dort ergibt, einzubügeln. Das ist die Stelle, an der sich unterhalb des Gesäßes bis zur Wade gern die Länge staut. Daher versuche ich diese Kante kurz zu bügeln.
Das mache ich ganz vorsichtig in mehreren Etappen, um hier keine Kniffe in den Stoff zu bügeln. Nach oben ende ich ca. eine Handbreit oberhalb der inneren Beinnaht bzw. oberhalb vom tiefsten Punkt der Schrittkurve. Dann verschiebe ich den Gegenstand zur Beschwerung auf der Vorderhose weiter nach unten, streiche ebenso den sich ergebenden Bruch an der Hinterhose vor und bügele ihn fest. Ich nutze die Gelegenheit, das Hosenbein dabei gut durchzubügeln, sodass es am Ende ganz glatt daliegt. Die Strecke vom Bund bis zum Faltenbeginn messe ich aus und übertrage diesen Punkt auf das andere Hosenbein, sodass dieses genau gegengleich gearbeitet werden kann und die Falten auf gleicher Höhe beginnen. Das Hosenbein wird dann gewendet und auch von der Außenseite sorgfältig glatt gebügelt. Achtet auch hier wieder darauf, dass die vordere Bügelfalte leicht geholt daliegt und versucht so gut es geht, die Weite an der hinteren Bügelfalte unterhalb des Gesäßes zu verbügeln. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Bügelfalte noch knappkantig absteppen, sodass eine Biese entsteht. Ich empfehle euch, dann vorher an einem Reststück die Breite der Steppung zu testen. Und fertig ist das gebügelte Hosenbein. Im nächsten Video erkläre ich, wie ich die Bundfalten arbeite. Oder wählt auch gern einen anderen Arbeitsschritt aus der Playlist. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Hinterlasst gern eure Anregungen oder Fragen als Kommentar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.